Schönen Abend nochmal. Es soll darum gehen, wie kann man Online-Prüfungen gut und pragmatisch umsetzen und für die Online-Lehre entwickeln. Ich bin Matthias Nadowski vom Lehrstuhl für EMV und habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht. Als Einstieg, ein Rückblick auf die gute alte Zeit. Wir konnten auch ganz viele Studierende in einen Hörsaal setzen, die dort eine Prüfung geschrieben haben. Das ist ein Foto hier von uns, von Grundlagen der Elektrotechnik. Ich glaube nicht eine Prüfung, sondern halt so eine Leistungskontrolle. Ich sag mal, sowas wird auf absehbare Zeit, mindestens ein halbes Jahr, denke ich, noch nicht mehr möglich sein. Dafür müssen wir uns jetzt irgendwie was anderes überlegen. So, was, glaube ich, einfach zu digitalisieren ist und worüber man sich gar nicht so viele Gedanken machen muss, sind mündliche Online-Prüfungen, zumindest da, wo man die Studierenden kennt. Wir haben relativ am Anfang der Corona-Krise schon Bachelorverteidigung online gemacht. Mündliche Prüfungen jetzt von Jahrveranstaltungen natürlich noch nicht, aber ich glaube, das ist eine relativ einfache Sache. Das kriegt man halt mit Zoom und mit GC und mit den Tools. Deswegen möchte ich darauf gar nicht so doll eingehen, sondern erstmal so ein bisschen generelle Herausforderungen klären bei Online-Prüfungen. Also natürlich sollte irgendwie das, was man prüft, zu der Lernmethode vorher und zu den Lernzielen passen. Das nennt man Constructive Alignment. Ist so ein Standardmodell aus der Didaktik. Dann ist natürlich so eine Frage, wie viele Studierende hat man? Wie groß ist der Korrekturaufwand? Skaliert das? Wie viele Leute muss man da prüfen? Authentizität ist ein ganz wichtiges Thema. Prüft man die richtige Person? Prüft man den Studierenden, der da vorgibt zu sein? Haben Dritte möglicherweise unberechtigterweise Zugriff auf irgendwelche Prüfungsdaten? Wäre so ein Datenschutzthema, entspricht die Prüfung den gültigen Studien- und Prüfungsordnungen? An der Stelle ein kleiner Disclaimer, ich habe da keine Ahnung von. Ich konnte auch leider niemanden aus unserer Rechtsstelle überreden, heute daran teilzunehmen. Deswegen ist nachher eine Aufgabe, wir sammeln einfach gemeinsam Fragen, die es sozusagen zur Rechtssicherheit gibt und leiten die dann am Ende gesammelt weiter. Ja, ich habe da natürlich ein paar Ideen zu und kann da vielleicht auch irgendwie was zu sagen, aber ob das verlässlich ist, keine Ahnung. So, Transparenz wäre noch so eine Sache. Ist das Verfahren für alle offensichtlich? Wissen die Studierenden, wie das abläuft und so weiter? Und dann, ja, wie funktioniert das bei schlechter Internetverbindung? Kann man die Prüfung jederzeit wiederholen? Ist die reproduzierbar? Wie valide sind die Ergebnisse und so weiter? Also ich glaube, das sind so die generellen Herausforderungen, die man irgendwie klären muss. Und worauf ich gerne auch noch sozusagen bei der Motivation eingehen würde, ist, wie sieht denn eigentlich eine vernünftige Prüfung aus? Also ich meine, nur weil wir das jetzt irgendwie jahrzehntelang so gemacht haben, 100 Leute in einen Raum zu setzen für 3 Stunden, komplett abgeschottet von der Außenwelt und zu sagen, hier, du hast nur einen Zettel und einen Stift und vielleicht einen Taschenrechner als Hilfsmittel, und damit löse jetzt bitte komplexe, wichtige und tiefschürfende Probleme. Wobei ja, also das in einer normalen Arbeitswelt irgendwie ziemlich absurd wäre, wenn der Chef kommt und sagt, du setzt dich jetzt nur mit Zettel und Stift und einem Taschenrechner für 3 Stunden isoliert in ein Zimmerchen und entwickelst jetzt komplett abgeschottet von der Welt irgendwie das neue Ladesystem fürs Elektroauto oder sowas. Das wäre absurd. Also natürlich kommt es im normalen Leben, in der Arbeitswelt auch auf die berühmten 4K an, Kommunikation, Kollaboration, kreatives Denken und kritisches Denken. Und wie prüft man die halt in klassischen Prüfungsformaten ab? Eher nicht. Das ist auch was, worüber man mal so ein bisschen generell nachdenken könnte, wie man damit umgehen möchte. So, und jetzt gibt es sozusagen 4 große Teile in meinem Talk hier. Eine Idee, die jetzt so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, ist das Online-Proctoring. Da werde ich ein bisschen drauf eingehen. Am Ende dieses Abschnittes werden wir hoffentlich alle der Meinung sein, dass das nicht das ist, was wir haben wollen. Und dann gibt es so ein paar andere Ideen, zum Beispiel so Take-Home-Exams, Prüfungen, die so gestaltet sind, dass man die eigentlich den Studierenden ganz guten Gewissens alleine mit nach Hause geben kann. Oder Open Book, die berühmten Kofferklausuren von früher, man kann eigentlich alle Hilfsmittel nutzen. Dann gibt es noch so ein paar alternative Prüfungsformate und dann gibt es noch ein paar Ideen, was vielleicht bei Offline-Prüfungen zu beachten wäre unter den gängigen Hygienerichtlinien. So, also dieses Online-Proctoring, wo kommt der Begriff her? Ein Proctor ist ein Prüfungsaufseher, das ist so das berühmte Bild, was man überall sieht. University of Cambridge, irgendwie so ganz früher, gab es Personen, die Prüfungen überwacht haben, eben genau um die Sachen, die gerade diskutiert wurden, sicherzustellen. Und das kann man jetzt natürlich auch irgendwie in ein Online-Format überführen.
Hier ist mal so ein Bild, was das ganz gut darstellt. Also es gibt eine Person, das ist hier der Herr hier in der Mitte, ein Lehrer. Der ist sozusagen der Host in einem Zoom-Meeting. Der ist auch derjenige, der das mal vorgestellt und gepostet hat bei LinkedIn. Und er hat, ja, ich sag mal so, glaube ich, Anfang April mit seinen Schülern eine Klassenarbeit so geschrieben. Also es ist eher was aus dem Schul-, nicht aus dem Hochschulkontext. Mit einem Online-Testsystem und hat dann seine Schüler im Prinzip alle gebeten, also die brauchten alle zwei digitale Endgeräte, eins, auf dem sie sozusagen diese Tests gemacht haben in so einem Safe-Exam-Browser und ein zweites, mit dem sie sich und den Bildschirm dabei die ganze Zeit gefilmt haben. Kann man sich jetzt überlegen, ob das datenschutzrechtlich gut oder schlecht ist. Ich finde, das ist eher nicht so gut. So, jetzt kriege ich diesen Kreis wieder weg. Wunderbar. So, ein paar Anbieter dafür, ein paar Firmen, werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, kann man mal draufklicken, dann auf die Links in der Präsentation. Gibt auf jeden Fall mehrere kommerzielle Firmen, die das machen. Und ich habe mal hier so ein paar Durchführungsbestimmungen. Also da unten sieht man jetzt auch, das finde ich auch mal so wunderbar, wie das dann so heißt im Beamtendeutsch, eine Ordnung zur Bewältigung der Verordnung und so. Für sicheres Prüfen von der Uni in Wuppertal. Und die sagen zum Beispiel, also eine aufsichtsführende Person darf maximal 25 studierende Personen beaufsichtigen. Die müssen vorher schriftlich sozusagen ihr Einverständnis mit diesem Prüfungssystem vollumfänglich anerkennen, sollen sich mit einem Lichtbildausweis vor Beginn der Prüfung identifizieren. Das wird schon total spannend, wenn man sich mal überlegt, so Prüfung irgendwie 90 Minuten und dann sollen die alle 25 Leute vorher irgendwie ihren Lichtbildausweis in die Kamera halten. Ich habe hier eine sehr schlechte Webcam, wenn man da Sachen sehr dicht dran hält, dann die hat einfach einen Fixfokus. Also erkennt man einfach nichts mehr. Das wird relativ albern, da irgendwelche Ausweise in schlechte Kameras zu halten. Dann werden die ganzen Unterlagen hier per Post verschickt, Klausurpapier. Dieser Brief darf dann erst unter Aufsicht geöffnet werden. Ich sehe schon mehrere Horden von Studierenden Briefe aufdampfen, wie in Sonnenallee, googeln. Und soll dann auch mit einem Siegel erst wieder verschlossen werden. Das wäre auch so eine MINT-Frage, wie gut muss der Scanner und der Drucker sein, damit man nachher in der Kameraauflösung nicht sieht, dass das Siegel, was man da erstmal unter Aufsicht wieder alle gleichzeitig kleben, unter Aufsicht ein Siegel auf diesem Brief drauf, dass das nicht kopiert ist. Und dann sollen Kameraschwenks gemacht werden, dass da keine dritten Personen in dem Raum sind. Auch während der Prüfung soll dieser Proktor die Erlaubnis haben, nochmal den Prüfling zu bitten, doch bitte seinen Raum zu zeigen. Eine recht absurde Idee finde ich auch, dass Aufgabenstellungen diktiert werden. Wie sieht das unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit aus? Sehr bedenklich. Ja, und dann halt, natürlich gibt es ein Protokoll und diesem mitgesendeten Siegel soll das Ganze geklebt und so. Ich habe dem gegenüber mal unser Leitbild Lehre bemüht und da gibt es einen schönen Satz, der heißt: Die Basis unserer Informations- und Kommunikationskultur sind Vertrauen und Transparenz. Und ich denke, das widerspricht eklatant dem, was wir da vorher in dieser Verordnung zur Ordnung gesehen haben. Und es gibt dazu eine ganze Menge offene Fragen. Warum versendet man die Sachen per Post? Was passiert, wenn da mal so ein Brief verloren geht? Das ist auch aufwendig und teuer. Und wie erreicht man die internationalen Studis? Dritte Personen im Raum kann man auch mit Kameraschwenks nie ausschließen. Was ist mit einem Knopf im Ohr? Das ist jetzt bei meinem Kurzhaarschnitt irgendwie so ein bisschen schwieriger, aber lange Haare. Man kann ohne Probleme, das kann man sich dann, das ist ein Link hier in der Präsentation mal anschauen, man kann relativ einfach vorproduzierte, also wie das Dan auch eben in dem vorherigen Workshop gemacht hat, Kamerabilder einspeisen. Was ist, wenn jemand mal in seiner Heimprüfung auf die Toilette muss? Kann man das ihm verwehren? Wahrscheinlich nicht. Wie lange wäre dann ein erlaubter Toilettenbesuch in einer Heimprüfung? Sehr spannende und wichtige Frage. Dann so, klar, was ist mit Bandbreite, was mit Verbindungsabbrüchen und wie groß ist halt der Aufwand für diese aufsichtsführende Person? 25 Leute per Lichtbildausweis zu identifizieren, zu schauen, dass die alle gleichzeitig um diese Briefe da aufreißen, das Siegel draufkleben, das halte ich doch für relativ schwierig. Gibt so ein paar Lösungsideen, wie man das online machen könnte. Also zum Beispiel, man verschickt die Aufgaben als ein zertifiziertes PDF, was mit einem Hash gesichert ist. Den Hash kann man dann halt schnell online überprüfen und damit sozusagen sicher gehen, dass man die korrekten Aufgaben bearbeitet. Dann fotografiert man einfach die handschriftlichen Lösungen ab, generiert auch von dem einen Hash-Wert. Das geht auch online relativ schnell und einfach und lädt erstmal den Hash-Wert hoch. Das geht auch mit ganz schlechter Bandbreite ganz schnell.
und hat dann danach im Prinzip beliebig viel Zeit, die tatsächlichen Fotos auch mit dem schlechten Altmark-Internet hochzuladen, weil man die ja dann nicht mehr verändern kann, weil das den Hashwert verändern würde. Gibt auch noch so tolle Ideen, zum Beispiel, um dieses Einspeisen von vorproduzierten Kamerabildern zu unterbinden, würde man halt die Studierenden filmen und gleichzeitig im Bildschirmhintergrund filmen. Und da sind sie halt zum Beispiel auf einer Webseite, die halt vom Server gesteuert alle paar Minuten oder in beliebigen Abständen beliebig die Hintergrundfarbe ändert, sodass man eben in der Aufsicht, wenn man diese 25 Bildchen in der Kachel hat, eben sieht, okay, jetzt wechselt das bei allen gleichzeitig zu rot, jetzt wechselt bei allen gleichzeitig zu grün, um so, jemand speist da halt ein Standbild ein oder irgendwas, was er halt einen Tag vorher aufgezeichnet hat. Das könnte man damit ganz gut unterbinden. Ich denke, wenn man sowas nicht macht, ist es total albern, Online-Prüfungen zu machen. Also es ist datenschutzrechtlich äußerst bedenklich, es ist paranoid, es ist absurd und es bringt eigentlich technisch nicht viel. Es ist irrsinnig aufwendig und hat keinen Wert. Gibt ein paar nette Artikel dazu mit studentischen Meinungen, hauptsächlich aus dem amerikanischen Umfeld natürlich, die ich hier mal verlinkt habe und einen netten Podcast, in dem das auch nochmal besprochen wird, kann man sich gerne mal durchlesen. Gibt natürlich aus dem deutschsprachigen Umfeld noch nicht so wahnsinnig viele Erfahrungen dazu. Ich habe hier mal einfach so ein paar Angriffsvektor-Ideen. Also wenn man das per Webcam in jedem Computer macht, ich könnte das hier genauso machen, wenn ich jetzt mein Tablet hier einfach vor dem Bildschirm halte, dann sieht man das in meiner Kamera absolut nicht, obwohl ich hier die ganze Zeit mir im Prinzip irgendwie zusätzlich was anschauen würde. Das ist auch was Tolles, was ich im Internet gefunden habe. Also es gibt Brillen, weil es natürlich auch so KI-basierte Proctoring-Systeme gibt. Also da sitzt nicht wirklich ein Mensch auf der anderen Seite, sondern da sitzt halt erstmal ein Rechner und der guckt zum Beispiel auf die Augenbewegungen. Sind die Augenbewegungen irgendwie seltsam? Und es gibt halt andererseits zum Beispiel in Zoos Gorillas, die mögen das überhaupt gar nicht, wenn man die anguckt und dann verteilt der Zoo an die Zoobesucher so Brillen, wo man halt immer zur Seite guckt und mit dem kann man dann den Gorilla beobachten. Und der Gorilla denkt, man guckt die ganze Zeit in ihm vorbei, könnte man sich natürlich auch so tolle Brillen bauen, die so aussehen, wie wenn man immer die ganze Zeit auf den Bildschirm guckt, obwohl man halt irgendwo anders hinguckt. Ja, und zum Recht und Datenschutz, wie gesagt, ich bin kein Experte, ich will auch nicht weiter darauf eingehen. Es gibt ein paar Handreichungen von anderen Unis und vom Hochschulforum Digitalisierung zum Beispiel, die habe ich halt hier einfach mal verlinkt. Datenschutzbeauftragter.info ist auch so eine ganz gute Seite. Ja, also da steht halt, ich sag mal im weitesten Sinne drin, wenn man vorher sich die Erlaubnis von seinen Studierenden holt, das alles zu machen, dann spricht da halt auch nichts dagegen. Die Frage ist halt, wie frei sind halt Studierende in ihrer Entscheidungsfindung, wenn sie halt wissen, oh, wenn ich dem nicht zustimme, werde ich wohl nicht an der Prüfung teilnehmen können. Und das ist dann eben keine freie Entscheidung und deshalb aus meiner Sicht eben so ein bisschen bedenklich. So, ich bin da kein großer Freund von. Die Alternative, die ich vorschlage, sind sogenannte Take-Home-Exams. Das ist so zwar ein Anglizismus, aber ein Begriff, der sich doch ganz gut etabliert hat. Es gibt eben wie in einer klassischen Prüfung eine oder mehrere relativ komplexe Prüfungsaufgaben, die so gestaltet sind, dass eigentlich alle Hilfsmittel zugelassen sind. Also man kann halt auch googeln, man kann irgendwie simulieren, man kann mal eine Probe im MATLAB machen, sowas in der Art. Es gibt einen Zeitrahmen, der so ist, dass man, naja, so typischerweise zwischen 12 und 48 Stunden Zeit hat für diese Prüfung. Also wenn dann mal ein paar Stunden irgendwie das Internet aus ist oder Stromausfall oder irgendwas kaputt, dann sollte das nicht so kritisch sein. Und die Studierenden geben eine Eigenständigkeitserklärung ab. So wie das ja auch bei einer Bachelorarbeit, Hausarbeit so üblich wäre. So, das hat natürlich den Vorteil, da die Aufgaben so gestaltet sind, braucht man auch keine Aufsicht. Dieser Technikeinfluss ist minimiert. Für die Studierenden ist es eigentlich toll. Die müssen auch nichts auswendig lernen für so eine Prüfung. Die müssen es halt verstanden haben und können sich die Zeit ganz gut einteilen und auch ihre Methoden suchen, mit denen sie diese Aufgaben lösen. Wenn man das mit vielen Studierenden machen will und so ein bisschen das zu drastische Austauschen von Inhalten zwischen den Studierenden minimieren will, bräuchte man natürlich randomisierte Aufgaben und das macht die Korrektur ein bisschen aufwendig. Das ist so ein kleiner Tippfehler, wenn kein Auswendiglernen nötig ist, dann ist natürlich auch kein Auswendiglernen möglich. Also man sollte wirklich das so verstanden haben. Und dafür könnten sich halt die Studierenden untereinander austauschen. Was aber jetzt eigentlich eben so ein bisschen diesem Sinn von Kommunikation und Kollaboration entsprechen würde, die es ja im normalen Arbeitsleben eigentlich auch gibt. Und wenn da Studierende, die das gut können, davon profitieren, warum nicht?
Ja, und so gibt dann eine ganz gute Handreichung für, die ich hier verlinkt habe, mit wo mögliche Fragestellungen diskutiert werden, die eben eher, wenn man so diese Blum'sche Taxonomie kennt, dann ziehen die eher auf die höheren Ebenen ab. Also Sachen zu analysieren, das einzuwenden, da was zu vergleichen und zu bewerten und so aktiv zu werden und nicht eben einfach nur Wissen zu reproduzieren. Ein Beispiel von uns aus meiner Lehrveranstaltung Grundlagen Elektrotechnik für randomisierte Aufgaben. Hier sollen Studierende ein Zeigerbild malen und dann kriegt halt jeder ein anderes Schaltbild. Und dann malen die halt, also der Aufwand ist bei allen gleich, weil das hat halt immer 5 Bauelemente und sozusagen 3 Wechsel der Topologie von rein auf Parallelschaltung. Und die kann ich mit einem Algorithmus, den ich programmiert habe, das ist halt der Aufwand, generieren und kann dazu auch die passende Musterlösung generieren. Und dann sieht man, dass da halt auch, wenn die Werte von den Bauelementen dann randomisiert sind, dann kommen da halt praktisch wirklich beliebig viele Schaltungen und beliebig viele unterschiedliche Zeigerbilder raus, sodass, wie gesagt, die Studierenden können sich gegenseitig beraten, können sich unterstützen, können aber nicht einfach blind voneinander abschreiben. Das wäre so meiner Meinung nach eine ganz gute Idee für so Take-Home-Exams. Passt natürlich zu manchen Fächern mehr, zu manchen weniger. Das ist so ein bisschen die Herausforderung. So, dann gibt es noch so ein paar Abwandlungen von, die auch, da habe ich glaube ich auch eine Seite verlinkt, ein Prüfungsbogen zum Download ist, man macht das Ganze ein bisschen strukturierter. Die Leute laden sich ein Zettel runter, dann gibt es sozusagen Felder, wo man das Ergebnis einträgt, einfach um die Korrektur ein bisschen einfacher zu machen. Auch damit hat man wenig Technikprobleme, aber vielleicht ein noch etwas schwierigeres Aufgabendesign. Und dann kann man natürlich schriftliche Prüfungen auch direkt im Moodle machen. Mit der Testaktivität im Moodle, mit Freitextfragen, mit offenen Fragen, aber auch mit Sozialwert und Einheit und vielleicht auch mal mit einer MC-Frage. Würde dann dafür den Studierenden typischerweise weniger Zeit zur Verfügung geben, also nur um diesen Zeithorizont von 2 Stunden, wenn man halt vielleicht 1 Stunde braucht, um diesen Test zu machen. Da muss aber in diesen 2 Stunden natürlich die Technik tatsächlich stabil sein. Vorteil ist, dass man das dann so semi-automatisiert auswerten kann und ja klar, wenn man jetzt voll auf MC-Fragen geht, dann kann man es natürlich vollautomatisch auswerten, hat damit keinen Korrekturaufwand. Gibt aber von anderen Unis durchaus Berichte, wenn dann irgendwie 500 Studierende in einem großen Kurs jetzt gleichzeitig auf das Moodle zugreifen und da irgendwie so einen Test machen, dann stürzt das halt auch ganz gerne mal ab. Und natürlich auch hier, damit dann nicht 3 Studierende sich zusammen irgendwie in eine Zoom-Konferenz setzen und jetzt mal gleichzeitig die Klausur machen, müsste jeder andere Fragen bekommen. Die müssten halt auch trotzdem vom Schwierigkeitsgrad vergleichbar sein. Die Antwortmöglichkeiten sollten gemischt sein und man braucht halt einen ziemlich großen Pool. Hier ist der Link, wo diese ganzen Ideen so ein bisschen zusammengefasst sind. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, da brauche ich ja über randomisierte Aufgaben, ich brauche einen riesen Pool, ich brauche ganz viele Prüfungsfragen und so. Ja, das Rätsel Lösung ist, man lässt einfach die Studierenden selber die Prüfungsfragen entwickeln. Es gibt tolle Handreichungen so von anderen Unis, wo das prima funktioniert hat. Es gibt ein Online-Tool, POWISE, was das so ein bisschen institutionalisiert auf technischer Ebene. Und eigentlich eine tolle Sache. Also Studierende sind da auch ziemlich kreativ drin, wenn man sie da mal lässt. Nicht alle Fragen, die da entwickelt werden, werden brauchbar sein. Man muss so ein bisschen sortieren nach zu schwierig und zu leicht und so. Aber man kann den Studierenden sagen, wenn ihr alle Fragen da beantworten könnt, die ihr euch ausgedacht habt, kann euch ja eigentlich in der Klausur oder in der Prüfung nichts passieren. So, damit zum dritten Punkt noch ein paar alternative Prüfungsformate, die ich jetzt mal so ein bisschen versucht habe zu clustern nach überfachlichen Kompetenzen, die damit verknüpft sind. Und das wäre halt auch wieder sowas wie Kooperation, Kollaboration auf digitalen Wege. Dann wissenschaftliches Arbeiten, Präsentieren und Argumentieren und Medienkompetenz. Und habe jetzt einfach immer zu jedem Punkt so ein paar Beispiele, also zum Thema digitale Kooperation und Kollaboration könnten zum Beispiel sein, die Studierenden arbeiten während des Kurses auch schon in einem Forum und schreiben da Beiträge und kommentieren die gegenseitig. Und man würde am Ende sozusagen die Qualität und Quantität dieser Forenbeiträge bewerten. Ist natürlich jetzt zugegebenermaßen schwierig, das zur Hälfte des Semesters einzuführen und zu etablieren, wird keiner mehr so richtig mitmachen. Aber wäre eine Idee von Anfang an gewesen. Genau, wenn Studierende so Projektarbeiten verfassen und sich auch da gegenseitig zum Beispiel kommentieren, bewerten und man auch den Entstehensprozess dokumentiert und nicht nur das fertige Ergebnis. Oder wenn man gemeinsam an einem Simulationsmodell in MATLAB, in einem Simulink-Modell, auf einem digitalen Prototyp, in einem CAD-Programm oder irgend sowas arbeitet und das entsprechend dokumentiert.
Ein Beispiel dazu wäre das Konzept mit unseren personalisierten Aufgaben. Werde ich jetzt nicht drauf eingehen, weiter im Detail. Gibt es einen netten Lightning-Talk zu 5 Minuten von mir beim Hochschulforum Digitalisierung. Kann man sich gerne im Nachgang mal anschauen. Das ist eben ein Konzept, wo Studierende sich gegenseitig bewerten bei Aufgaben, die wir dann als nicht zur Prüfung werten, sondern für die Prüfungszulassung und was sehr gut funktioniert. So, zum Thema wissenschaftliches Arbeiten. Klar, die klassischen Sachen, eine Seminararbeit schreiben, so ein Lernportfolio anlegen, indem man irgendwie Lernartefakte sammelt, Aufgaben, die man gerechnet hat, Beispiele, die man bearbeitet, Simulationsmodelle sammelt, die man irgendwie simuliert hat oder irgendwelche online-basierten Simulationen, Fallstudien macht. Ein so ein Beispiel dazu wäre auch, es gibt bei uns dieses Lego-Praktikum, wo Studierende eigentlich mit MATLAB lernen sollen zu programmieren und dann dafür Lego-Roboter bauen, die sie halt programmieren. Und da machen wir es seit ein paar Jahren so, dass die Studierenden dann dazu auch Präsentationen machen und eben auch ein Paper schreiben. Dieses Paper landet dann nicht am Ende bei mir in irgendeinem Ordner oder in meiner Schreibtischschublade und verschimmelt da für die nächsten 10 Jahre, sondern wir sammeln die alle, machen daraus ein Sammelband und veröffentlichen den unter CC BY SA-Lizenz als im Open Journal System der Uni-Bibliothek. Und dann haben diese Studierenden im Prinzip nach dem ersten Semester und wenn sie dieses Paper vernünftig geschrieben haben, ihre erste Open Access wissenschaftliche Publikation. Und das motiviert die Leute tatsächlich auch, da ein bisschen mehr Herzblut in dieses Paper reinzustecken, als wenn sie wissen, okay, das ist jetzt irgendwie nur mein Betreuer und nochmal irgendeine zweite Person und dann kriege ich ja irgendwie eine Note drauf und dann versackt das irgendwo in irgendeinem Online-Speicher oder so, wo es keiner sieht. Zum Thema Präsentation, Argumentation, klar, Online-Diskussion passt jetzt zur Elektrotechnik vielleicht nicht, aber zu den Humanwissenschaften eher, dass man Leute Meinungsbeiträge verfassen lässt und die auch in einem Blog veröffentlicht, gegenseitig kommentiert. Digitale Poster-Sessions sind so eine Idee, Videovorträge und mündliche Prüfungen per Videokonferenz zielen eigentlich auch so ein bisschen auf Präsentieren, Argumentieren ab, habe ich jetzt hier mal ausgeklammert. Ein Beispiel dazu sind halt so Videovorträge. Ist gerade auch aktuell bei uns. Wir haben so ein englischsprachiges Seminar zum wissenschaftlichen Schreiben und Arbeiten mit unseren internationalen Studis aus der Elektrotechnik und hatten halt dieses Jahr das Problem, dass, ein Drittel bis die Hälfte von denen, die sind einfach nicht in Magdeburg angekommen. Die stecken irgendwo in Indien, in Bangladesch, in sonst wo fest und müssen aber in diesem Seminar eben, kriegen ein paar Vorlesungen und schreiben dann ein Paper und sollen eine Präsentation geben, die wir natürlich vorher mal in Präsenz gemacht haben. Und die sollten halt dieses Mal per Zoom stattfinden, 30 Leute. Ich hatte dann 5 Zoom-Meetings für je 6 Personen und 2 Betreuerinnen angelegt und hatte einfach nur als Backup-Lösung angeboten, ja, wenn ihr irgendwie Zeitverschiebungen, schlechtes Internet und so, ihr könnt euren Vortrag auch vorher auf Video aufzeichnen, die 5 Minuten, und könnt das halt in Moodle hochladen. Und dann können wir halt auch diese Videopräsentation im Prinzip bewerten. Und obwohl das nur als so eine totale Not-Backup-Lösung geplant war, haben das am Ende 27 der 30 Leute gemacht. Und wir hatten dann nur 2 Live-Präsentationen per Zoom. Was natürlich anders ist, ist von der Bewertung her, kann man sich dann auch bei der Bewertung ein bisschen Zeit lassen und kann den Studierenden natürlich ganz anders Rückmeldung geben, aber das funktioniert an sich schon. Ob jetzt da tatsächlich die Person, die da vorgegeben hat, diesen Videovortrag zu halten, bei diesem Videovortrag hält, ich habe keine Ahnung, aber im Grunde ist es mir auch egal. So, und zum Thema Medienkompetenz wäre auch so. Studierende erstellen Erklärvideos selbst, zum Beispiel, wo sie nochmal Beispiele aus der Lehrveranstaltung vorrechnen, wo sie Übungsaufgaben vorrechnen. Da steckt ja auch eine ganze Menge drin. Wenn ich es präsentieren will, muss ich es selber erstmal sicher verstanden haben. Podcasts aufzeichnen und so ein bisschen Science Communication in sozialen Medien, ja, haben wir jetzt noch nicht so richtig ausprobiert, außer mal Informationstechnik könnte man machen. Wäre halt auch so ein Beispiel, genau zu dieser Zeigerbildaufgabe, die ich vorhin gezeigt habe, mit den verschiedenen Schaltbildern, sollen die Studierenden auch ihren Lösungsweg bei uns als Video dokumentieren und dieses Video im Moodle hochladen. Und ich habe dann mal sozusagen die 3 besten rausgesucht und mit Einverständnis der Studierenden auch nochmal auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Kann man sich mal anschauen. Da sind wirklich super gute Videos bei rausgekommen, die ich auch nicht hätte besser machen können. So, und der letzte Punkt. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich was, worauf es bei uns so ein bisschen hinauslaufen würde, sind Offline-Prüfungen. Und
Das ist ein Bild, was schon relativ früh zirkuliert ist. Das ist so, glaube ich, von Ende März, da war die Corona-Pandemie zumindest so in Südkorea gerade auf so einem Höhepunkt. Und dann mussten aber trotzdem da ganz viele Leute, ja, wie so einen klassischen Einstellungstest oder sowas machen. Und dann hat man die halt einfach in ein riesen Fußballstadion gesetzt mit sehr großem Abstand zueinander, um diesen Test machen zu lassen. Wir haben natürlich in Magdeburg auch ein Fußballstadion. Ich habe jetzt kein Foto davon, aber unsere Uni hat auch tolle Sporthallen, die man natürlich auch irgendwie für Offline-Prüfungen nutzen könnte. Müsste man vielleicht nach einem Fußboden reinlegen, ein paar Tische reinstellen. Und ich glaube, sozusagen die Räumlichkeiten sind nicht so das Problem. Die eigentliche Herausforderung ist so ein bisschen das Organisatorische. Also man braucht halt wahrscheinlich sehr viele Räume und oder sehr große Räume. Was ist da mit den berühmten Aerosolen? Haben die genug Lüftung? Dann ist natürlich so dieses Vorher und Nachher. Wie sammeln sich die Leute vor so einem Hörsaal oder vor so einer Sporthalle? Wie werden die da eingewiesen? Wie halten die vorher die Sicherheitsabstände ein? Wie beaufsichtigt man die gleichzeitig? Wie kontrolliert man die? Müssen die sich dann entmasken, um ihren Studierendenausweis zu kontrollieren? Wie gibt man die Aufgaben aus? Wie macht man das mit Fragen zwischendurch? Man kann sicherlich nicht zu den Leuten an den Platz gehen, wenn die mal irgendeine Zwischenfrage haben. Wenn die dann laut die Frage stellen, sodass alle, die im Hörsaal hören, weiß ja auch nicht, ob das eine gute Idee ist, weil die Studierenden natürlich sozusagen Antworten auf vorherige Fragen in Fragen verpacken könnten, um den anderen ein paar Tipps zu geben. Ja, was ich dazu gefunden habe, das fand ich halt schon mal einen ganz netten Startpunkt. Die TU Graz hat auf ihrem YouTube-Channel schon mal zwei so Videos auf Deutsch und auf Englisch veröffentlicht, die sie ihren Studierenden als Handlungsanweisung geben, wie sie sich verhalten sollen bei Präsenzprüfungen, die dort jetzt schon in Kürze stattfinden. So, und ja, damit würde ich sagen, können wir die Aufnahme erstmal beenden, weil wir jetzt in die Arbeitsphase gehen.